Liebe Freundinnen und Freunde, viele von Ihnen werden erstaunt und überrascht sein, dass ein Unternehmer bei einer Anti-CETA- und Anti-TTIP-Demonstration auf der Kundgebungsbühne steht und das Wort ergreift. Also jemand, der eigentlich von diesen Abkommen profitieren sollte. So jedenfalls die herrschende und ständige Behauptung der TTIP- und CETA-Befürworter aus Politik und Wirtschaft. Gerade die angeblich großen Vorteile für kleine und mittlere Unternehmen werden immer wieder ins Feld geführt, wenn es darum geht, diese Abkommen zu verteidigen. Doch, meine lieben Freundinnen und Freunde, stimmt diese Behauptung wirklich? Oder ist hier mehr Propaganda als Wahrheitsgehalt im Spiel? Schauen wir doch einmal ganz nüchtern auf die Zahlen und Fakten. Laut den neuesten Erhebungen der Europäischen Kommission gibt es in der EU ca. 21 Millionen kleine und mittlere Unternehmen. Davon exportieren gerade mal 150.000 Betriebe in die USA. Das sind deutlich weniger als 1%. Und wie Kanada machen noch erheblich weniger europäische Klein- und Mittelbetriebe Geschäfte. Also profitieren maximal 150.000 sogenannte KMUs möglicherweise von den Freihandelsabkommen unter optimalen Bedingungen. Und was passiert mit den restlichen 20,8 Millionen Unternehmen in Europa? Manche von ihnen würden wohl weder positive noch negative Auswirkungen dieser Abkommen verspüren. Aber sehr viele Unternehmen, meine Freundinnen und Freunde, hätten deutliche Nachteile zu befürchten. So zum Beispiel viele Betriebe in der Lebensmittelbranche, die seit vielen Jahren ganz gezielt auf gentechnikfreie Rohstoffe und Produkte setzen. Würden CETA und TTIP Wirklichkeit, dann wäre dies in Zukunft wesentlich schwieriger. Denn es ist kein Geheimnis, dass insbesondere die Agrarlobby in den USA und Kanada eine Lockerung der Kennzeichnungspflichten für gentechnisch veränderte Produkte erreichen will, um diese auf dem europäischen Markt zu platzieren. Und in den aktuellen CETA-Texten ist festgeschrieben, dass Kanada und die EU gemeinsam das Ziel verfolgen, Handelshemmnisse im Bereich biotechnologisch veränderter Produkte zu minimieren. Das heißt, meine Freundinnen und Freunde, auf gut Deutsch, Hürden für den Export von Genprodukten und Genrohstoffen abzubauen. Damit ist zu befürchten, dass genmanipulierte Lebensmittel in Europa zunehmend Verbreitung finden und dass es für Verbraucher und auch Unternehmer immer schwieriger wird, gentechnikfreie Rohstoffe zu beschaffen und zu hochwertigen Produkten zu verarbeiten. Ebenso, meine Freundinnen und Freunde, findet sich im Entwurf für das CETA-Abkommen eine weitere Passage, die bei vielen Herstellern traditioneller Lebensmittel in Europa die Alarmglocken läuten lässt. Der Schutz der geschützten Herkunftsbezeichnungen für traditionelle und regionale Produkte soll verwässert oder gar aufgehoben werden. Betroffen davon ist auch meine Branche, also die Brauereien und hier ganz konkret die Bezeichnung bayerisches Bier. Dieses darf bisher nur in Bayern hergestellt werden. Tritt CETA nun in Kraft, dürfen Brauereien in Kanada zwar nicht bayerisches Bier auf den Markt bringen, sehr wohl aber Bavarian Beer oder Bière Bavaroise, also unter der englischen oder französischen Bezeichnung. So kann in Zukunft Bavarian Beer in Montreal gebraut und in München verkauft werden. Wie bezeichnet man auf gut Deutsch eine solche Regelung? Ganz einfach, Etikettenschwindel. Zulasten der Verbraucher und zulasten der heimischen Brauereien und deren Zulieferern mit all den damit verbundenen wirtschaftlichen Nachteilen. Viele
viele weitere Unternehmen, liebe Freundinnen und Freunde, die sich nachhaltigem und verantwortungsbewusstem Wirtschaften verschrieben haben, werden durch CETA und TTIP einem erhöhten Wettbewerbsdruck ausgesetzt. Das gilt für Unternehmen in der Biobranche, genauso wie für Anbieter öffentlicher Dienstleistungen, für Bäckereien und Molkereien und vor allem auch für viele Betriebe in der Landwirtschaft. Sie alle haben ihr Geschäftsmodell an hohen Umwelt- und Sozialstandards ausgerichtet und werden durch die amerikanische und kanadische Konferenz bedroht. Einer der Kernpunkte des CETA-Abkommens ist der sogenannte Investitionsschutz, mit dem Unternehmen und Investoren Schadenersatzforderungen gegenüber Staaten außerhalb der regulären Gerichtsbarkeit geltend machen können. Dieses Instrument ist nicht nur aus rechtsstaatlichen Gründen äußerst fragwürdig. Es führt zugleich zu einer massiven Diskriminierung von kleinen und mittleren Unternehmen, die nicht im Export nach Kanada tätig sind. Diese haben nämlich nicht die Möglichkeit, gegen ihre eigenen Staaten auf Schadenersatz zu klagen, wenn sie sich durch ihre Gesetze benachteiligt fühlen. Und sie haben auch gar nicht die finanziellen Reserven, um solche Schiedsverfahren anzustrengen. Immerhin liegen die durchschnittlichen Verfahrenskosten bei ca. 8 Millionen Euro. Und ich sage Ihnen, liebe Freundinnen und Freunde, ganz offen, ich will als Unternehmer auch gar keine privilegierten Rechte und Sondergerichte, sondern ganz einfach faire und transparente staatliche Regeln und Gesetze. Dies sind, liebe Freundinnen und Freunde, nur eine der wenigen und wichtigsten Gründe, die aus Sicht vieler, tausender kleiner und mittlerer Unternehmen gegen CETA und TTIP sprechen. Doch leider will unser Wirtschaftsminister davon nichts hören. Statt die Befürchtungen und Sorgen von tausenden kleiner und mittlerer Betriebe ernst zu nehmen, beugt sich Sigmar Gabriel den Interessen von Großkonzernen und deren Lobbyverbänden. Er ist nicht Wirtschaftsminister, sondern er ist Industrieminister. Und so sollte er sich selber auch bezeichnen. Wenn CETA, wie vielfach behauptet wird, die Blaupause für TTIP abgeben soll, dann kann nur gelten, liebe Freundinnen und Freunde, wenn schon der Plan, also die Blaupause, in die falsche Richtung führt, dann kann auf dessen Grundlage kein stabiles und dauerhaftes Vertragsgebäude errichtet werden. Also kann nur gelten, werte Politiker in Stuttgart, in Berlin und Brüssel, zerreißen Sie diesen Plan und setzen Sie sich ein für eine gerechte, nachhaltige und zukünftige Weltwirtschaftsordnung. Vielen Dank.